Folge Nummer 28 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir befinden uns ja hier im Berchtesgadener Land. Wir gucken hier mal gerade rein, weil wir letztes Mal haben wir den Verkehr ja einigermaßen in den Griff gekriegt. Jetzt sollten wir mal überlegen, ob wir irgendwann mal hier was ausbauen. Und ja, mal schauen, wie wir vorgehen. Weiß ich auch noch nicht. Vielleicht hier oder hier. Hier wäre interessant, da später mal den Staudamm zu machen oder sowas, der da ja auch ist in Königssee, da allerdings nicht so krass. Ein wirklich krasser Staudamm ist das natürlich nicht, aber naja, wir werden sehen. Ist die Frage, wo wir weitergehen, ne? Das ist dann zu überlegen. Was ist denn hier? Da ist Erzvorkommen. Und was ist hier? Hier ist Landwirtschaft, ne? Ja, haben wir denn auch... Das sieht man leider nicht auf der Karte. Hier hinten weiter ist, runter ist wahrscheinlich auch noch das Ölvorkommen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Weiß ich auch noch nicht. Mal gucken, ne? Ja, wir sind aber noch gar nicht so weit, dass wir hier... Obwohl, wir können schon was kaufen, so ist nicht. Aber machen wir jetzt mal nicht, weil wir haben ja noch eine ganze... Wie soll man das nennen? Fläche hier, wo gar nichts ist. Das ist diese hier. Da haben wir so gut wie gar nichts drauf gemacht, ne? Dieser Bereich hier unten ist das Einzige, was wir da haben. So, noch einmal diesen einen Kreisverkehr will ich mir noch einmal angucken. Wie der läuft, aber der läuft, ne? Der ist zwar rot, aber der läuft. So, klar ist hier hohes Verkehrsaufkommen, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Aber das ist gut. Das ist bei Weitem ideal, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir nur die anderen Sachen mal angucken. Hier so Strom haben wir noch genug. Wasser. Abwasser ist nicht so gut. Da müssen wir vielleicht ein bisschen Abwasser noch dabei machen. Abwasser ist hier hinten schon mal. Da sollten wir vielleicht noch eine Abwasseranlage hinsetzen dann. Weil da sind wir grenzwertig. Und bevor wir da... Aber wir können sogar schon hier so Schickes machen. Dann sollten wir das doch machen, oder? Geht rechts daneben auch? Nee, leider nicht. Aber das kriegen wir dann hin, wenn wir das umgebaut haben, ne? Gut. Ja, machen wir mal so, oder? Oder ach, können wir auch so machen. So, dann sollte das Abwasser wieder steigen. Oh, Wasser ist jetzt gerade... Ah, okay, da ist es mehr geworden. Springt hin und her. Aber das sollte ja jetzt besser werden, oder? Wenn diese Anlage gleich grün wird. Ah, da ist er. Und? Bewirkt das was? Ja, jetzt hat's was bewirkt. Sehr schön. Gut. Da waren wir. Da ist gut. Müll. Ist Müllverarbeitungsstatus. Ist gut. Hier wird geräumt. Hier ist Räumung beendet wahrscheinlich. Nee, kein Platz mehr. Also umgekehrt müssen wir es machen. Wo haben wir noch was? Hier hinten haben wir noch was. Wird beides geräumt. Hier ist es gerade schlecht mit Müll, aber okay. Dann werden wir hier irgendwann noch unten was machen müssen mit einem Mülldepot. Räumung beendet. Das heißt, das können wir wieder freimachen. Da können die Wagen wieder rausfahren. Hier ist eine MVA. Und hier ist alles gut. Und hier oben haben wir auch noch zwei. Die laufen aber auch. Müll ist im Griff. Bildung. Haben wir hier. Da oben brauchen wir keine Bildung. Hier unten geht's mit Bildung und hier geht's mit Bildung. Schlecht, sagen wir es mal so, ne? Sollte man diese Straße mit der Straße vielleicht verbinden hier so? Müssen wir mal gucken, ne? Ja, lassen wir aber auch erstmal so. Was macht die Oberschule? Haben wir da welche? Ja, wir haben eine Oberschule. Oder haben wir zwei? Da rechts nur eine, da rechts ist auch noch eine. Okay, dann würde bedeuten, hier unten muss irgendwann mal eine hin. Und hier oben fehlt es natürlich auch an diesem Gebiet. Okay, die reicht da nicht hin. Können wir denn eine Oberschule dann noch bauen? Oberschule. Das ist auch eine, ne? Das ist dann Universität. Da passt die leider nicht hin. Die ist schon relativ groß, ne?
Ah, da ganz am Anfang, hier geht's so gerade. Also da wird sie hinpassen, ne? Da sagt er nein. Wenn ich die hier am Ende habe, habe ich das ganze Wohngebiet fast. Tendenziell wäre sie hier unten allerdings besser. Aber da geht sie vom Platzangebot überhaupt nicht hin. Ah, da ist alles zu eng. Hier wird sie hingehen, aber wird uns nichts bringen, weil dieses Gebiet überhaupt nicht eingeschlossen wird dann. Also wäre es hier schon am sinnigsten, die da noch hinzumachen. Ja, sollte man machen. Machen wir. So, dann müssen wir noch ein paar Wege da vielleicht hinziehen. Ne, das war's nicht, das war's. Radweg dahin machen. Ist, glaube ich, angeschlossen das Stück. Ist das hier? Was ist das hier? Ist das ein Grundstück? Ach, da sowieso nicht. Da brauchen wir nicht hin, weil da Industriegebiet ist. Brauchen wir nicht. Hat sich erledigt. Haben wir hier schon so einen Weg durch? Ne, haben wir nicht. Da war das. Ist ja leider nicht verbunden. Oben ja, unten nein, ne? Voll cool, oder? Mach nochmal weg, mach nochmal neu. Warum der da nicht einsnippt, ist dann eine gute Frage, ne? So geht's komischerweise, so schräg. So, jetzt können die dann auch durch. Schule haben wir, jetzt ist dann Schule besser. Ja. Die sind jetzt alle glücklich. Naja, noch nicht wirklich, aber wird werden. Uni haben wir noch gar nicht, glaube, oder? Haben wir schon eine Uni? Nein, haben wir nicht. Wollen wir jetzt auch noch nicht machen oder wollen wir doch eine machen? Ich weiß nicht. Wenn, dann würde ich sie hier so in so einen Kreisverkehr reinsetzen wollen, vielleicht. Aber das wäre ja auch nicht so gut, ne, mit dem Verkehr. Müssen wir mal gucken, wie wir da vorgehen. Eine Bibliothek. Können wir die denn schon bauen? Das ist die nächste Frage. Öffentliche Bibliothek würde gehen. Wäre natürlich schön für die Leute, ne? Hier sind gar keine Felder da, wo man sie hinbauen könnte. Da geht auch nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Noch nicht interessant, ne? Lassen wir erstmal weg. Zufriedenheit der Leute ist ganz gut. Gesundheit. Durchschnittsgesundheit. Kranke Bürger haben wir. Wir haben relativ viele kranke Bürger. Da sollten wir dann etwas mit Gesundheit machen, oder? Vielleicht sollten wir mal ein Krankenhaus bauen. Das sind alles Arztpraxen, würde ich sagen, ne? Ach so, das sieht man dann da nicht. Dann machen wir das doch so wieder. Und das ist eine Arztpraxis. Ja, da haben wir Arztpraxen. Wo sind denn die vielen kranken Bürger? Hier am Ende. Das würde bedeuten, wenn man hier könnte man ein Krankenhaus hinbauen. So, oder? Dann sind die alle davon betroffen. Das braucht noch Strom wahrscheinlich dann. Was haben wir denn hier für Flächen neben? Kommerz ist hier. Kommerz ist auch ein bisschen gefragt.
gucken wir da. Ne, die Einfahrt machen wir von da hinten, denke ich mal. Lass das mal so wachsen. Ja, da kommt schon was. Das bedeutet, da gibt es auch gleich Entscheidendes. Ein Gebäude noch dahin und dann wachsen sie zusammen, oder? Die haben ja Notstromaggregat, da kann ja nichts schief gehen, oder? Machen wir noch einen hier hin. Vielleicht wächst der dann zusammen. Na, kommt keiner? Ah, ja, da kommt schon einer mehr. Reicht aber noch nicht. Jetzt ist der Strom aber zusammen, jetzt geht's. Gut. Die haben schon Strom, die haben alle Strom, alles läuft. So, Gesundheitswesen aufgebaut, passt. Was hatten wir da? Bestattungswesen. Das ist alles gut. Krematorien haben wir gar nicht. Altersheim haben wir auch nicht. Die müssen ja noch hier hinter sein, da ist es, ne? Okay, dann müssen wir da nochmal schauen, dass wir da was tun fürs Krematorium. Das können wir auch hier eins hinsetzen, denke ich mal, irgendwo. Machen wir gleich neben dem Krankenhaus, oder? Dann haben die ja nicht so weit zu fahren. Sehr effektiv. Und hier sollten wir vielleicht auch noch sowas irgendwo hin machen, oder? Und da ist noch was voll. Da ist ein Friedhof und da ist ein Friedhof. Das heißt, wir machen mal hier. Ah, nicht so neben der Müllhalde, das ist ein bisschen doof, oder? Vielleicht hier oben so hin. Komm, zack. Kinderbetreuung und Altersheim sind wir auch noch nicht dabei, aber da ist doch tatsächlich schon was da. Kranker Senioren. Okay, da müssen wir definitiv was machen. Ein Altenheim. Okay, das hat ein großes Einzugsgebiet, was man hier sehen kann. Die sollen schön am Wasser sein. Hier so, oder? Obwohl, da ist doof eigentlich. Hier wäre schön, ne? Geht sogar. Dann lass uns doch da reinmachen. So eine Nebenstraße, nicht direkt an der Hauptstraße. Und hier unten würde ich ja auch noch gerne sowas machen, aber das geht hier auch. Zack. Ach, das ist Kinderbetreuung. Ich dachte, das wäre Altenheim, aber das kriegen wir auch noch hin. Oh, ich glaube, das ist nicht ganz so groß, ne? Aber an der Straße ist jetzt nicht so schön. Doch hier mit rein. Hier wäre gut, ne? Aber die Abdeckung ist da nicht so toll. Ach so, das ist ein Kinderkrankenhaus, Altersheim. Jetzt, was haben wir jetzt gebaut? Das ist die Frage. Was war das? Doch ein Altersheim. Ich dachte, es wäre Kinderbetreuung. Ist es aber gar nicht. Kinderkrankenhaus. Also das Krankenhaus haben wir da hingebaut. Warte mal hier. Das ist ja gar nicht so groß. Da geht's ohne irgendwelche Probleme. Dann machen wir das dahin. So, das ist erstmal durch, würde ich sagen. Was haben wir hier? Stufen. Aber warte mal, dieses hier, das ist kein Platz mehr. Schneedeponie, die muss mal geräumt werden.
Noch irgendwo sowas. Hier muss irgendwas feuermäßig getan werden. Da ist auch feuertechnisch nicht so dolle. Wind ist klar, brauchen wir jetzt nicht. Verkehr hatten wir schon. Was haben wir hier? Verschmutzung ist hier hinten, ist klar. Und da ist auch Verschmutzung. Und da ist Verschmutzung. Das hier sollten wir mal überlegen, wegzubauen dann da. Wie viel verschmutztes Wasser haben wir denn? Da ist ja noch reichlich. Vielleicht können wir das abreißen, oder? Einen davon reißen wir jetzt mal ab. Und der Bagger, ist der anders? Kann er sein? Ja, möchte ich fortfahren. Weil ich möchte die Verschmutzung hier oben doch weiter weg haben. Haben wir hier einen anderen Bagger? Kann das sein? Täuscht das oder ist das so? Ah ne, jetzt ist er da. Und wenn ich drauf. Der sah doch gerade anders aus, oder? Vertue ich mich. Naja. Passt schon. Wie ist jetzt mit dem Wasser? Und ja, wir sind noch im grünen Bereich. Also diese große Anlage kann mehr Abflussrate 160.000 Kubikmeter. Und er hier hat nur 120.000. Okay, das passt dann. Also das können wir erst so stehen lassen. Wir reißen demnächst den da dann noch ab und machen, oder wir machen erst noch einen zweiten hier links neben und schauen dann weiter. Abwasser haben wir. Verschmutzung, das wird jetzt weniger werden, hoffe ich. Müssen wir mal gucken. Ja, hier oben ist auch was, aber das ist halt so. Irgendwo muss der Dreck ja hin. Lärm ist klar. Hier ist viel Lärm im Industriegebiet. Das bleibt nicht aus. Hier ist auch viel Lärm. Kriegen wir aber auch langsam hindern. So, dann haben wir hier Feuersicherheit. Ah, die sieht jetzt gerade nicht so dolle aus, ne? Also der Waldbrand kommt uns hier nicht rüber, weil das schön abgedeckt ist. Ja, die haben nicht so eine tolle Abdeckung, ne? Vielleicht machen wir da was mit einer Verordnung und Feuermeldern und so. Das wäre vielleicht sinnig, oder? Müssen wir mal anschauen. Das bleibt erstmal so. Polizei ist gut im Einsatz. Hier ist fast keine Gefahr im Verzug. Hier ein bisschen in dem Wohngebiet. Aber geht noch. Nahverkehr. Ja, da sind wir ganz schlecht unterwegs. Da müssen wir auch noch was dran tun, ne? Hier oben haben wir erschlossen. Hier unten haben wir erschlossen. Aber auch nicht so wirklich prickelnd, ne? Nur einfach so ein Bus, der da durch die Gegend fährt an so ein paar Gebieten. Hier fehlt zum Beispiel ganz. Sollten wir vielleicht noch eine Buslinie beim Krankenhaus einrichten. Aber das ist wieder so ein Ding hier, ne? Ja. Da basteln wir mal wieder was besser. Erstmal. Weil ich kenne das doch mit unseren Bussen, ne? Oh, das sah schon gut aus hier. Dann brauchen wir eine Straße, die normal ist, aber in zwei Fahrtrichtungen gehen. Können ruhig mit Bäumen sein. Machen wir so hier dann. Haben wir schon. Und dann wieder die Autobahn. Passt. So, da ist eine Bushaltestelle jetzt schon hingekommen, dann sozusagen. Die haben wir da und fahren da los. Kommen hier so ein bisschen hin. Das ist da. Fahren hier weiter. Fahren dann hier rein. Kommen da an, dort an, na, da an. Haben wir die letzte Mal gerade weg. Das ist jetzt gerade nicht so eindeutig gewesen, ob ich die richtig gesetzt habe. Da, so, jetzt ist er richtig gesetzt. Da. Dort.
Unten ist auch noch ein Wohngebiet, ne? Aber das ist eine Sackgasse. Kommen Sie dahin? Wo war die letzte jetzt da? Machen wir dahin. Dahin. Dorthin und schließen. Passt, so lassen wir es. Krankenhaus ist jetzt keine Bushaltestelle direkt, aber naja, so genau nehmen wir es jetzt auch nicht, oder? Dann haben wir da auch was gemacht. Dieser Bereich ist auch schlecht erschlossen in dem Sinne. Interessant, dass der hier lang fährt und dann da wieder rauf fährt und nicht unten drunter herfährt. Hier gibt es auch noch keinen Bus. Kann man hier durchfahren? Ich glaube ja, ne? Hier ist Sackgasse. Hier kann man aber durchfahren, glaube ich. Hier ist auch Sackgasse. Da geht keine Straße durch. Ja, lassen wir erstmal weg. Hier gibt es Busse, die da fahren, aber die fahren jetzt zur neuen Linie, würde ich sagen. Hier wird dann gedreht. Ja, hier muss eigentlich auch was gemacht werden, ne? Ich glaube, wir machen mal hier. Ne, wir machen hier den Drehpunkt hin. Lass uns hier mal anfangen. Fahren da lang. Kommen hier runter. So, das ist eine Sackgasse. Fährt da lang. Okay, das sind alles Sackgassen. Dann würde ich es erstmal hier machen. Ich glaube, hier ist keine Sackgasse, ne? Ist er da reingefahren? Er kommt von da oben irgendwo her, ne? Okay. Da lang. Der kommt da gar nicht auf die Bahn dann, oder doch? Doch, da lang, okay. Da einen hin. Da einen hin. Dort einen hin. Und dann hier noch einen hin. Und da schließen. Schauen wir mal. Ein bisschen mehr abgedeckt ist dadurch. Aber hier ist überhaupt gar keine Buslinie, irgendeine Bushaltestelle hingekommen, oder? Ach doch, da ist er. Dann würde ich hier noch eine machen wollen. Und die verlegen wir mal gerade nach hier drüben irgendwo hin, oder? Da noch eine hin. Die verlegen wir mal nach hier. Machen wir hier noch eine dabei. So, jetzt haben wir es. So, jetzt ist es auch erschlossen. Jetzt haben wir das ordentlich hingekriegt. Na, ziemlich groß, aber geht schon, denke ich mal, oder? Gut. Hier fehlt es im Kern drin, sozusagen.
Die ziehen wir jetzt mal einfach hier rein. Ach so, okay. Da gibt es doch eine Ausfahrt. Wo haben wir sie denn hingezogen? Da, dann kann hier auch noch eine hin. Passt dann schon. Die geht nicht und die geht auch nicht. Dann bleibt es aber so. So ist erstmal gut. Okay, da haben wir Buslinien auch schon gemacht wieder. Wir sind aber auch schon mit der Zeit fortgeschritten. Schauen wir mal gerade hier noch weiter. Bevölkerung sieht gut aus. Hauptsächlich Senioren, hauptsächlich Erwachsene, hauptsächlich Familien. Das ist schön gemischt, würde ich sagen. Hier unten ist es nicht so gemischt, aber Familien sind da, das ist auch gut. Und hier, das ist schon ganz cool geworden, denke ich mal, von der Farbgebung her. Ausgehende Verbindungen, Import, Export. Import ist nur hier unten ein bisschen was. Ah, hier wird viel importiert. Und zwar Agrarprodukte. Und Erzprodukte, was wir alles hier nicht anbieten, ist klar. Und was haben wir noch? Agrar, Erz und das Dunkle ist Ölprodukte, die kommen ja auch noch an. Waldprodukte sind natürlich hier links mehr gefragt. Ja, gut. Und Export. Waldprodukte werden exportiert und sonst wird alles intern benutzt. Der läuft. Gut. Bodenrichtwert. Ja, im Zentrum wird es teuer, ne? Das ist halt so. Am Wasser ist es auch teuer. Nach außen wird es günstiger. Hier liegen wir so, geht aber. Rohstoffe haben wir halt den Wald. Da haben wir Landwirtschaft. Das sollten wir dann noch da favorisieren ein bisschen. Ne, die Landwirtschaft ist hier. Da ist Wald. Okay. Beim Krankenhaus ist Wald. Hier drüben ist Landwirtschaft. Müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Das sind Gebiete, die wir überhaupt noch gar nicht hier weitergemacht haben, die wir weitermachen müssten. Das sollten wir uns nächste Woche, ja, okay, Prinzip auch nächste Woche, nächste Folge, sollten wir das machen. Freizeit ist nicht so dolle. Hier haben wir einen Park irgendwo wahrscheinlich sitzen. Na, ist der Friedhof, der macht den Park, den Freizeitwert oder was? Wo ist denn hier der Freizeitwert? Ach, da ist der Park, okay, dann geht's ja. Gut, Parks und Plätze, Parkgebiete, da ist alles noch nicht so weit ausgebaut. Sind wir aber dran. Ne? Was haben wir hier? Höhengelände, Stufen, das ist auch alles okay. Ja, das sind jetzt Sachen Heizung. Ja, da müssen wir nochmal drüber nachdenken mit Heizung, dass wir da definitiv weiter ausbauen. Geld ist vorhanden, Einnahmen haben wir auch. Vielleicht sollten wir da als nächstes, also Heizung müssen wir machen und Gebiete müssen wir machen. Straßeneinstandsetzung haben wir noch gar nicht. Ist auch nicht so dolle. Schneepflug kommt durch. Fluchtwege haben wir gar nicht. Funkabdeckung ist ganz schlecht. Zerstörung haben wir irgendwo auch ein paar, klar. Da gibt es Katastrophenerkennung beim Wasser, okay. Das sind unsere Straßen. Was haben wir hier noch? Tourismus. Ja, da gibt es so ein paar Shops, die da besucht werden vom Tourismus. Und die Armaturen, die wir auch noch nicht haben, die sollten wir aber auch mal drüber nachdenken. Ah, das gibt tatsächlich Bereiche, wo die Leute vielleicht hin wollten. Und Parkpflege, okay, die müssen wir uns auch drum kümmern. Kriegen wir hin. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt. Eine Folge habt ihr bestimmt schon, aber wenn ihr kein Abo habt, dann macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Genauso gerne das Video kommentieren und gerne auf anderen Kanälen auch teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.